Sonnige Grüße hier von der Playa de Palma auf Mallorca. Heute ist Montag, der 5. Februar 2024 bei 16 Grad. Ja. Sehr viel Sonnenschein, ein paar kleine Wölkchen sind da, aber die stören nicht. Und wir machen mal einen kleinen Spaziergang. Hier vom 6er bis nach Arenal, mal über die zweite und dritte Linie auch. Mittlerweile haben auch schon wieder einige Hotels geöffnet. Und auch die Restaurants machen nach und nach alle wieder auf. Hier beim Chalet Siena sind sie gerade, ja, ich schätze mal, die machen ein bisschen sauber und dann wird es auch in den kommenden Tagen soweit sein. Hier räumen sie auch schon Stühle raus. Ja, die Tango Bar hat schon aufgemacht. Mamamoo sind sie gerade auch am sauber machen. Ich gerade gesagt, Tango Bar, Tango Steakhouse. Tango Steakhouse. Ja, auch der ein oder andere kleine Supermarkt öffnet schon wieder. Der hier hatte die ganze Zeit jetzt geschlossen. Und seit gestern, glaube ich, ist er wieder offen. Ja, wenn man hier sieht, es sieht auch nach Frühling aus hier. Und so fühlt es sich auch an. 16 Grad, tipptopp. Ja, hier die Baustelle, die dauert noch ein bisschen. Bin mal gespannt, wann die fertig werden. Ja, und so lange wird es auch nicht mehr dauern, dann wird der Megapark öffnen. Angedacht ist wohl wieder Soft Opening zum letzten Märzwochenende. Und wie man sieht, da oben haben sie was Neues installiert. Innen drin wird auch fleißig gearbeitet.
Bielefelder Pilzstübchen ist noch geschlossen bis einschließlich 21.02.24. Dann geht es auch hier wieder weiter. So, welche Ampel wurde zuerst grün? Hier ist grün. Ja, die braucht aber lange hier, die Ampel. Drei Stunden später. Und grün. Ja, wie man sieht, der Gehweg ist ein bisschen feucht. Das liegt nicht am Regen, das liegt einfach an der Luftfeuchtigkeit hier. Und da, wo keine Sonne hinkommt, wird es auch nicht trocken. Da wird es echt so manche Wege, da wird es auch schon ein bisschen rutschig, ein bisschen seifig.
Ja, hier sind wir jetzt am Group Hotel Taurus Park. Oben noch ein bisschen gearbeitet. Sind ein paar Leute am Pool. Lassen es sich gut gehen, so soll es sein. Die machen ja einen Krach hier. Hören ja gar nicht mehr auf. Hier sind wir dann jetzt am Group Hotel Playa de Palma Suites und Spa.
habe ich gesagt, wir machen einen kleinen Spaziergang. Der zieht sich jetzt doch schon ganz schön. Wird halt ein bisschen länger. So, da komme ich jetzt rüber. Sieht so aus. Und wer mal in den Lidl gehen will, hier vorne ist der Lidl.
Que quería que lo... Ja, und hiermit hätten wir jetzt unser Endziel erreicht. Das war ein kleiner, großer Spaziergang vom Ballermann 6 über die zweite und dritte Linie
runter an den Strand von Arenal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst doch gerne ein kostenloses Abo. Schreibt einen Kommentar. Macht den Daumen nach oben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Grüße aus Mallorca. Adios.